Digga, was musst du denn hier machen? Ares ist einfach richtig begeistert mit seinem 144. Alter, das ist komplett neu. Das ist so geil. Hey, wo seid ihr denn? Ich dachte, ihr seid schon längst weiter. Ich hab den Punkt jetzt. Oh, Ares hat ihn auch. Shit, ey. Digga, ich höre. Nee, einfach nein, Alter. Einfach nein, ey. Digga, und war meine Schuld, ja? Also. Wo muss ich denn da hin, Alter? Ich raff die Map nicht so gerade. Boah, wo hat Ares noch denn noch? Ey, Digga. Oh nein. Wollt ihr mich eigentlich beide in den Arsch ficken, Alter? Ey, ich fahr nach dem Menschen die Spirale hoch und der Typ nimmt mich weg, Alter. Oh, das ist böse, Alter. Ey, das ist böse. Ey, das Typ kann ich nicht. Heute wieder grandiose Action. Heute DJ Crazy, 3 Medium, dem Warrior Team Glens, gemeinsam mit Ares und Deko. Einen hallo. Wunderschönen guten Tag, was geht ab? Schön, dass ihr da seid. Hallo? Einen wunderschönen guten Rice Machachos, der nur hier neben seinem poliert. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Dusch, guten Rauch, guten Feierabend, guten Dienst und guten. Ja. Entschuldigt bitte meine Stimme, die könnte etwas im Arsch sein, aber es wird langsam besser. Ich habe bei Deko im Livestream ein bisschen eskaliert, glaube ich. Oh, bisschen. Oh, yeah. Ein bisschen. Ich war jetzt auch ein bisschen angekratzt, muss ich sagen. Oh, fuck. Aber ging eigentlich einigermaßen, ne? Ja, hat funktioniert. Wir haben es überlebt, Muchachos. Der 10 Jahre Jubiläums-Livestream, er ist vorbei und er war ein voller Erfolg. Danke an jeden von euch, der da war. Ihm wird richtig geil. Wir werden auf jeden Fall in der Solo-Folge auch nochmal über die ganzen Einzelheiten sprechen. Nein! Haben sich auch viele gefragt, wie viele Leute waren da, was kam rum, was war Programm jetzt im Endeffekt, was hat funktioniert und was nicht. Das können wir dann ja mal ganz gechillt in so einer Solo-Session dann klären. Aber es war auf jeden Fall echt richtig nicer. Ja, ich würde sagen, wir machen ein Video. Nicht in der Live, vielleicht auch in der GTA. Ja, vielleicht auch in der GTA-Folge. Laberfolge. Ja. So ein Podcast. Nein, Marvin! Egal, du Lappen! Oh, Alter. Ja. Glück habe ich mich gefangen, ey. Ich bin in der weißen Tür. Sag, dass du gewendet hast, ey. Don't fuck me. Was fick ich los? Ich hab nicht absichtlich gewendet. Bin hinter dir. Ich bin aus der Tube rausgejumpt und bin geflippt aus Versehen in eine andere Tube rein. Hä? Jetzt habe ich gerade rückwärts gedreht und fahre jetzt zum Lachs hoch. Also ich habe gerade eine Marvin-Aktion gemacht eigentlich. Der Boxershorts, ne? Der Klassiker. Oh, Alter! Da, okay, Alter. Okay, ihr könnt euch nicht in der großen Tube, by the way, schon rückwärts drehen. Aber da fahre ich überhaupt richtig hin. Wenn ihr dann versucht, nach oben zu fahren, dann seid ihr gefickt. Ey, das ist so ein komisches Feeling, Junge! Wow! Digga, was musst du denn hier machen? Ares ist einfach richtig begeistert mit seinem 144. Alter, das ist komplett neu. Das ist so geil! Hey, wo seid ihr denn? Ich dachte, ihr seid schon längst weiter. Ich hab den Punkt jetzt. Oh, Ares hat ihn auch. Shit, ey. Ich geh nochmal weg, Holger. Guck mal rückwärts. LOL. Digga, richtiger Profi, ey. Ey. Digga. Du hast die Koralle habt ihr gemacht beim Hochfahren, oder wie? Nein, ich hab keine Koralle gemacht. Ich hab Arschdrehung gemacht. Nein, das ist keine Boxershorts. Ich hab auch Arschdrehung gemacht. Arschdrehung. Doppelboxershorts, Alter. Arschdrehung vor dem Win. Da habt ihr die Koralle gesehen, Muchachos? So macht man das, Alter. Das ist der Skill. Ja, beides geht. Wahrscheinlich ist sogar die einfache Version. Boxershorts. Du hast die das ist auch eine Version. Alter. Das ist die schwierige Variante. Wow. Ey, Digga. Muss man überhaupt da wieder zurück? Ich hab doch keine Ahnung. Ey, fick in dein Arschloch, Alter. Ey, ganz du hast mich, da einmal weggeolgert. Jetzt hab ich dich aus Versehen mal weggeolgert. Wir haben uns beide jetzt einmal weggeolgert. Ich hab dich überhaupt nicht weggeolgert. Du natürlich bist nicht reingefahren da gerade, Alter. Ja, hier jetzt doch auch. Du hast mich doppelt weggeolgert. Dieser Schwanzgrabscher, Alter. Schwanzgrabscher. Digga, ich fahr jetzt. Mich hier zweimal weg ja. Und sagt dann, ja, du hast mich weggefickt. Wie er wieder in der Opferrolle ist, ey, der miese Lacho, ey. Oh. Oh! Oh, wow! Hey, Digga, verpiss dich, Junge! Das war nicht geplant. Ah. Ja, war aber schon wieder meine Schuld gewesen eigentlich, ne? Ey. Das wäre jetzt auf jeden Fall deine Schuld gewesen, natürlich. Digga, hier wieder die Koralle, Alter. Digga, mach ich gerade was richtig hier? Das ist richtig? Das ist doch komplett falsch, was ich hier mache, oder nicht?
Hui! Junge. Ares, wohin? Wieder nach unten. Los. Das ist sogar richtig gewesen. Oh. Okay. Ich dachte, ich wäre falsch gefahren. Okay, Deko, fahr mir hinterher. Der Weg ist echt... Okay. Mal schauen, ob Deko weiß, wohin. Also, bis jetzt weiß ich es nicht. Nein, ich hab verkackt! Fahren. Hast du auch den MG verkackt? Nee, den hatte ich gerade schon. Ich hab danach was, verkackt. Echt? Ja, ja. Second Try hatte ich den. Alter, hier, warte. Hier, raus und dann unten fahren. Schmutziger. Hey. Digga, ich höre. Einfach nein, Alter. Nein, ich will nicht. Einfach nein, ey, Digga. Und das war meine Schuld, ja? Also. Ey, du musst doch nur ein Stückchen nach unten fahren. Digga. Wo bist du denn lang gefahren? Komplett nach unten oder was? Ich bin in der Tube nach unten gefahren. Dieser Chico, ey. Oh, ist das geil, ey. Oh fuck, wie fahr ich denn hier gerade, ey? Ich kann auf jeden Fall gerade richtig scheiße fahren, ey. Ich krieg Scheiße, Sinn. Da kommt ja noch nach dem Bauern MC-Flip, ey. Ja. Den habe ich auch richtig hart verschissen. Zweimal jetzt schon. Ares schon weiter, ne? Ich bin immer noch am gleichen Punkt wie du. Hä? Ich dachte, du hast aber den MC schon hinbekommen. Den MC habe ich hinbekommen, aber ich habe danach richtig grandios verkackt. Jetzt habe ich den Punkt. Alter. Ey, Digga, wie fahr ich denn? Ich krieg diesen MC einfach nicht hin. Es gibt so Tage, wenn ich so länger nicht GTA spiele, kein MC fahre, dann kann ich einfach gar nichts mehr, ey. Ich stelle einfach fest, dass ich mit 144... Oh, Alter. Ich stelle einfach fest, dass ich mit 144 Hertz viel mehr retten kann. Das ist einfach... Sexy. Ares, hast jetzt hier so ein, ja, ein bisschen am rumflexen hier, weil er von einem Muchacho oder von der Ente einen Monitor geschenkt bekommen hat, Digga. Eiskalt. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin ja extra für die Schotter Jungs. Im Kopf. Ja, genau. Ich bin extra ja für die Jungs nach Hannover gecruised, damit wir das YouTuber-Quiz machen können. Und Muchacho hatte das mitbekommen und hat halt gesagt, ja, weißt du was, ich komme auch nach Hannover. Kommen wir beide zu Laurenz, ne? Wie bitte? Nee, das stand nie zur Frage. Also, überhaupt nicht. Also, der war da. Oh ja, MG. Wo muss ich denn da hin, Alter? Ich raff die Map nicht so gerade. Aber wo hat Ares noch von mir? Ey, Digga. Oh nein. Wollt ihr mich eigentlich beide in den Arsch ficken, Alter? Ey, ich fahr nach dem MG die Spirale hoch und der Typ bringt mich weg, Alter. Oh, das ist böse, Alter. Nicht. Ey, das ist böse. Ey, dafür kann ich nichts. Ey, ich auch nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Oh, ja, nee. Nein, ihr fahrt. Nein, ihr könnt beide nichts dafür. Ja, okay, ja. Ich hab mir nicht gerade gesagt, ich hab die MG geschafft, ne? Ja, warum fährst du denn so mit? Ja, keine Ahnung. Hallo, lass mich jetzt beide aus dem Spiel raus, da, ja? Ich will damit nichts zu tun haben. Digga, ich bin der Einzige, der hier rausgelassen werden soll, Alter. Digga, ich kann das nicht. Mich beide die ganze Zeit weg, ey. Ich find's auch geil. Wir sind gerade 3 Minuten wieder in dem GTA. Job drin und schon wieder richtig weggesalzt hier. Ist halt wirklich so, ja. Digga, das hört sich so an, als hätte ich gar keinen Grund dazu, salzig zu sein, Alter. Ich bin hier 3 Minuten also, drin, Alter, und ich werde schon wieder von euch beiden einfach rechts und links vergewaltigt. Du tust so, als wäre es einfach meine Schuld. Ich hab nichts gesagt hier jetzt bei dem. Und, nee, du hast mal gesagt, es ist meine Schuld. Bei uns ist 1-1. Es steht 2-0 zwischen uns. Na, kein bisschen, Alter. Oh, lol. Kein bisschen. Nein. Ja, ich fahr jetzt die Scheiße nach oben. Ich fahr oben, immer rechts fahren. Ne? Also eigentlich dürfte da gar kein Problem sein, denn man fährt ja immer rechts. Hä, was müssen wir machen? Jetzt hab ich's gerafft. Ja. Jetzt hab ich's erst gerafft. Lol. Oh, Deko ist hinter mir. Kannst ihn gleich abfrühstücken. Hä, hier rein? Oh, fuck. Nein, ey, lol. Ich fahr... Ey, Digga, ich quitsche gleich, Alter, ohne Spaß. Deko hat gerade wieder voll den Spaß seines Lebens, ey. Wahnsinn. Wie du da einfach reinfährst und sofort runterknallst, ey, ist auch lustig. Das war nicht mit Absicht! Nein, ja. Marvin meint jetzt gerade beim Aussortieren. Achso. Ach, da muss ich jetzt umfahren. Ich fahr jetzt irgendwie hier nach oben. War auch wieder rechts, ne? Rechts ist ja. Hä, warum fahr ich den Scheiß zurück? Du bist ein Trottel! Du fährst. Du hättest unten weiter gemusst. Du hast 3 Meter vom Punkt verkackt, Mann!
Was heißt hier verkackt? Ich habe aber nicht gesehen, wo ich hin muss. Ja, oh, jo. Hä? Das war wahrscheinlich noch dein Fehler am Anfang. Nein. Ich habe beim Aussortierer verkackt. Also okay. Für dich, Deko, wenn du das gleich hast. Unten fahren, oder was? Unten fahren, ja. Ja, hä, warum ist Marvin, Digga? Das weiß ich nicht. Hä, wo, was hab ich denn gemacht? Du bist doch nach oben gefahren. Ist, da kannst du unten fahren. Ja. Ah. Anstatt, ja, den gleichen Weg zurückzufahren. Ja, und, ja. So, ich habe in der Tube gedreht. Fahr jetzt zurück und ich fahr unten. Oh. Ja. Dann bleib ich jetzt hier stehen, Digga, bevor ich so nicht hier... So eine riesen Abfahrt hier unten, Alter. So. Hä, ich hab einfach nicht drauf geachtet. Und Deko hat den Punkt. Deko hat den Punkt. Chillig. Als einziger verdient. Ja, lass mich raten, als einziger verdient, ne? Ja. Ah. Ja, also wirklich, bei Deko mir steht's 1-1. 100%. Ey, ich bin weiter, er fährt in mich rein, fickt mich weg und ich bin in ihn reingefahren. Ja, es war doch bei mir genauso. Ich hab dich nicht gesehen. Bin doch nicht absichtlich. Ja, ja, und was war das für ein Unterschied, ob ich siehst oder nicht? Ja, also ja, ich wollte ihn eigentlich umbringen, aber er ist halt tot. Schade. Nee, beim ersten Try warst du weiter. Beim anderen Try war ich weiter. Also 1-1. Du bist beide Male in mich reingefahren, Alter. Hey, du bist doch auch beide Male in mich reingefahren. Kann ich doch auch sagen. Was ist für ein Argument, Alter? Digga, es ist einfach. Egal. Es ist egal. Ja! Los, drück dich aus! Willst du wissen? Ich habe meinen Standpunkt erläutert. Du hast mich zweimal weggefickt. Boah, Digga, ich krieg einfach diese ZM-Schiene nicht hin, ey. Ja, wie dreh ich mich denn hier in diese scheiß Tube rein, ey? Ich brauche jetzt erstmal wieder so 2 Wochen wahrscheinlich GTA-Zeit, dann komme ich wieder auf meinen alten Skill heran. Zu hoch, fuck. Okay, aber ja. Die erste Folge jetzt, die ist wirklich sehr, sehr frisch nach dem Stream. Wir müssen erstmal unsere Wunden lecken. Wir haben sehr wenig geschlafen. Und brauchen jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen, um wieder in alte Skillmuster zu verfallen. Digga, ey. Digga, wie, Aris, wie drehst du dich in die Scheiße? Digga, ich werd gleich alt F4, ne? Einfach nur um 5. Nur um 5. Ja. Einfach nur um 5. Let's go, weil du musst da rückwärts fahren. Das habe ich gemerkt. Okay. Meine Nachbarn haben sich wahrscheinlich auch schon gefreut. Oh, der Junge war irgendwie 4 Tage nicht da. Endlich ist hier mal ein bisschen Ruhe im Haus. Und da bin ich wieder. Hello. Hello again. Quasi. Nein. Digga, ich kann es null abschätzen mehr. Die Tries werden immer schlimmer. Wo redest du? Von den M-Ski. Nein! Ich hab den erst einmal von 20 oder 25 Tries geschafft. Ja, ich schaff's nicht hier oben rauszufahren, ey. Ja, ich muss schon sagen, euer Jubiläum, das war schon echt krass. Das war schon echt krass. Auch der grandiose geil, Support. Also wir haben leider viel zu wenig Zeit gehabt zum Zocken. Viel, viel zu wenig. Also in 50 Stunden haben wir höchstens 10 Stunden gezockt. Wenn überhaupt. Mhm. Das war ein bisschen schade, aber war unser erstes Mal so ein langer Stream und uns selber viel zu viel Programm ausgedacht. Nächstes Mal gibt's gar kein Programm. Nächstes Mal haben wir gesagt, machen wir einen Programmpunkt oder irgendwie sowas und der Rest ist Zocken. Das gibt einem dann on-stream so ein bisschen die Freiheit. Nochmal. Ja. Also waren wir echt ziemlich terminlich quasi eingespannt. Ich habe ja den Muchachos am Anfang gesagt, wir sollen nicht mal unseren Timetable ausdrucken. Und mal mit einem Kugelschreiber oder so ranschreiben, welcher Slot pünktlich angefangen hat und bei welchem wir ein bisschen zu spät waren. Oh, weil ich gar nicht, bis zum Gewinnspiel am Ende irgendwas pünktlich geschafft haben. Das ist eine gute Frage. Also, wo kann man dann da jetzt unten fahren? Ich sehe da gar nichts. Nein. Hä, wie? Was ist das für eine beschissene Scheißmap, Alter?
Eine 20-Minuten-Challenge übrigens eigentlich. Ja, bestimmt, Alter. Ja. Ich weiß hier bei keinem einzigen Punkt, was also, ich machen soll. Also, ich fahr jetzt da lang. Unten fahren jetzt hier. Nee, du, was? Hier, unten. LOL! War einfach, oder? Digga, nein, da hab ich echt verkackt, ey. Ja. Oh, okay, das ist ärgerlich, sagen wir mal so. Dezent, ja. Digga, dieser Sprung in die Tube hier fuckt mich so ab, ey. Muss ich nach unten fahren, oben fahren? Ja, oben rückwärts. Rückwärts auch noch? Ja. Alter Schwede, ey. Ja. Okay. Ja, und ich springe mal rein, ich hab das schon, ja. Will nach oben fahren rückwärts und überdrehe mich dabei. Oh ja. Was ich danach machen muss, weiß ich nicht. Da war ich gerade schon, aber verkackt. Irgendwas wieder mit Bremsen. Nein! Aber stimmt, mit Num 5? Einfach mit Num 5, ja. Ja. Eieiei. Und wenn ich dann in der Tube lande und nach oben fahren will, dann überdrehe ich mich. Ja. Ich glaube, du musst sogar, weil man zu schnell ist, ne? Man muss vielleicht noch so ein bisschen weiter. Oder man springt einfach krasser nach oben. Warte mal, so. Ja, wenn man krasser nach oben springt, dann geht's eigentlich. Und jetzt fahre ich die ganze Zeit rückwärts runter, oder was? Ja. Dann muss ich ja verdrehen. Da ist eine Bremse. Ah, ja. Also ein Bumper, meine ich. Oh, oh. Also wie gesagt, das sollte so unsere Regel sein. Immer rechts fahren. Rechtsfahrgebot. Dann sollten wir eigentlich nie pro... Digga. Digga. Der ist unten raus. Hä? Ja, ich weiß nicht gedacht, was der machen muss. Du fährst in Bremse rein, fährst dann weiter einfach und fährst unten raus. Du bist einfach weitergefahren? Ja. Ich hab nicht? Einfach ne... Nö, ich hab ne Drehung gemacht dort. Ja? Also auf Rückweg. Also ich bin gerade einfach runtergefahren. Also ich bin in die Bremse reingefahren und bin einfach nach unten runtergefallen. Ich bin in die Bremse reingefahren und konnte weiterfahren. Okay, GG. Hä? Ja, wie willst du da eine Drehung machen? Also da bist du ja rückwärts. Ja, ja. Du bist dann einmal rückwärts und drehst dich dann in der Tube instant wieder nach vorne. So hab ich's gemacht. Ich bin ziemlich auch rausgefallen. Ja gut, ne? Aber ich meine, wenn's klappt. Ich mach jetzt einfach einen Bremssprung oder so. Ich sehe jetzt schon von dem Muschaschuss die Boxershots-Kommentar. Nee, also warum? Ja, keine Ahnung. Nico, bist du auch wieder hier? Ich mach jetzt einfach mal. Auch nicht. Boah, was soll ich denn da machen jetzt? Boah. Ich mach jetzt einfach mal. Oh. So. So. Egal, so. Das ist scheiß überdrehen. So. Oh, Digga, jetzt hab ich's. Digga, was ist denn das hier? Hä? Das hab ich auch nicht gehört. Nein! Ey, nein, ey. Ich hab die Bremse da zu spät gesehen. Digga, was für ein Scheiß, Alter! Ich hab da einen Bremssprung gemacht, aber hab auch dann einfach verkackt. Digga, wie häufig muss man die Scheiße denn fahren? Aber Deko, ich fahr jetzt nach oben und mach da eine Koralle und fahr dann rückwärts und dreh mich dann wieder vorwärts. Das ist jetzt so mein Plan. Digga, dass Aris das einfach so alles so aus dem Ärmel schüttelnd gemacht hat, ey. Neuer Monitor, hallo. Oh fuck, du bist da, ne? Deko, gib Bescheid. Nein, ich bin nicht da. Oh fuck, ey. Oh nein. Oh, und Deko hat einfach nicht. Nein. Deko hat einfach nicht zu viel versprochen. Er meinte halt, es wird krass sein. Eine krasse Umstellung, aber es wird sich lohnen. Und ja. Le Meuf hatte recht. Also, das ist einfach geil. Es war auch richtig, richtig schön, erstmal wieder gesund zu essen. Oh, so ein Salat oder so, einfach mal richtig angenehm. Ey, Junge, ich das... Sätze, die du niemals von mir hören wirst. Lecker Salat oder so. Na, von Deko auch nicht, Alter. Nee. Ich hab von Deko wieder neue Sachen gelernt. Zum Beispiel, dass er keine Paprika mag. Keine rote Paprika. Hä? What the fuck, Alter? Ekelhaft, Alter. Was ist daran denn ekelhaft? Die Dinger kannst du richtig geil füllen. Mit Hack. Egal, dann ist dein scheiß Salat, Alter. Also, Paprika dachte ich mir auch. Aber es waren doch... Also, Deko war nicht allein mit dieser Aussage. Das hat mich noch mehr getriggert irgendwie. Ich hab super viele Paprika, Leute, aber das heißt super viele. Scheiße. Hätten die jetzt gesagt Ananas, okay, dann hätte ich es vielleicht ja noch bedingt verstanden. Aber Paprika? Digga, warum Ananas, ey? Alles so geil. So Ananas schmeckt auch geil, nur nicht auf Pizza. Auch auf Pizza auch. Nein. Büchse der Pandora. Schatzfeuer da.
Digga, es ist so allgemein, so was es so für Essgewohnheiten gibt. So Scheiß drauf, ey. Alles ist doch irgendwie geil. Nur ganz, ganz häufig ist es einfach so, dass man das schon negativ abgestempelt hat und dann nicht noch eine Chance gibt. So wie ich zum Beispiel Pilze. Ich sage immer, ich mag keine Pilze. Aber eigentlich gehen Pilze. Aber das ist so das typische Ding, wo, Digga, man immer sagt, man mag es nicht. Reinzuspringen? In die Tube reinspringen, nur um 5. Ja, da, landen, rückwärts fahren, weiterfahren, auch oben fahren, ohne nicht zu überdrehen. Warte. Oh! Alter, Schwede! Nein. Weiter nach oben springen. Ja, das hilft mir nicht. Boah, endlich habe ich den Punkt, Alter! Von 300 Sprüngen komme ich da einmal rein, ey. Boah, ich habe danach wieder so einen Bremssprung gemacht und bin danach wieder geradeaus gefahren. Du kannst mir nicht erzählen, dass das Ars das irgendwie alles First Try gemacht hat, ey. Nö. Never, Alter. War auch nicht First Try. Sondern? So Second oder so? Keine Ahnung. Ja, Alter, was hast du geraucht, Alter? Ich habe neuen Monitor, Digga. Das kommt hier richtig geil. Ehrlich. Hast du plötzlich irgendwie so Skill geraucht oder so? Ja, nö. Nö, eigentlich. Ne? Also was muss man denn jetzt auch hier machen? Ach, nach oben fahren, ne? Nein, jetzt habe ich die Koralle verkackt. Das war voll der Skill geraucht. Ey, Digga, ihr habt mir am Anfang einfach komplett meine Energie abgesaugt, ey. Ey, ich konnte da nichts für. Halt deine Fresse. Oh, fuck, Alter. Ja, 20 Minuten Challenge am Arsch, der verkackt. Haben wir? Scheiße, haben wir wirklich. Haben wir wirklich, ja. Aber auch nur, weil ich diese M-Schieß nicht hinkriege, lol, habe ich. Nein! Ey! Nein! Ja, warum? Ich hab den schmutzigen verkackt. Warum bin ich so scheiße, Alter? Marfa, ich hab nur ganz kurz auf die Karte geguckt, ey. Ich bin ein Punkt hinter dir. Scheiße. Ich hab auf die Karte geschaut, dann hab ich dich irgendwo gesehen. Und dachte ich, nein, kommt er da jetzt? Wollte ich gerade noch was sagen und dann hab ich einfach den schmutzigen verkackt. Digga, leck mich, Alter. Da war schon wieder der Punkt, ne? Oh. Jetzt nicht verkacken. Was hast du jetzt gemacht bei diesem komischen... Bremssprung. Ich sagte nicht verkacken! Also rückwärts, also du kannst auch eine Koralle machen rückwärts, musst aber danach wieder vorwärts fahren. Sag, wenn du da bist. Bist du da? Nein. Okay. Bremssprung? Ja. Wenn du geradeaus reinfährst, ist ja... bist du weg. Das heißt, du musst da rückwärts rein und danach wieder gerade stellen. In der Tube. Vor der Tube. Wenn du in die Tube reinfährst, sind da Bremsen. Ey, Alter. Ja, das weiß ich. Ja. Also, du musst diese Stelle auf jeden Fall rückwärts fahren. Danach musst du wieder vorwärts. Und wo fährst du in der Tube hin vorwärts? Da fährst du raus. Da ist ein Wallride anknüpfend. Du drehst dich einfach nur. Ja. Um die Bremse zu umgehen, um dann wieder vorwärts rauszufahren. Genau. Setz jetzt. Oh, jetzt. Oh, alles jetzt? Digga, ich hab echt wieder kurz vor dem Punkt verkackt. Mir so ein Schmutz, Alter. Oh. Nee, Alter, ich komm hier nicht weg, ey. Oh. Oh, jetzt lerne ich langsam wieder die M-Schieß. Warte mal, hier. Oh. Warum? Scheiße, Alter. Digga, hier wird aber sofort auch alles abverlangt, ne? Butterpixel sein, ja. Ey. Eine schöne... Direkt die erste Map, man wird sofort richtig weggehagelt, ey. Ich dachte, wir fangen schön an mit so einer Kuschel-Map, Alter. Wir holen so eine warme Decke und kuscheln alle gemeinsam, gucken so einen romantischen Film. Digga, wir werden einfach richtig hart auseinandergenommen und gucken hier die neunte Version von Saw oder so. Mit anschließender Bukake-Party. Alter Schwede, ey. Da ist nichts mit Vorspiel, ey. Da wird direkt reingedrückt. Apropos reindrücken, ne? Gentleman. Apropos Vorspiel, ja, was? Unten links. Achso, du bist du da? Digga, eiskalt, Digga. Du hast auf jeden Fall Dekos Arschhaare geklaut oder so, als du bei uns warst. Nein, ich sag's dir, neue Technik macht's einfach. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder? Ein Träumchen. Oder du hast einfach das Wochenende gut geschlafen. Ich glaube, das macht auch schon sehr viel aus. Digga, ich habe so gut wie gar nicht geschlafen am Wochenende. Dann bist du das vielleicht gewohnt einfach. Ich habe wegen euch schon am Wochenende nicht geschlafen, großartig, ne? Nicht vergessen. Ich musste ja arschfrüh losfahren, wegen bescheuerten Schienenersatzverkehr.
Sorry für diese erbärmliche Leistung. Wir müssen erstmal wieder in die GTA-Welt reinkommen, allgemein ins Aufnehmen. Die Energie ist noch nicht ganz da. Das wird sich aber in den nächsten Wochen wieder verändern. Dann werden wir wieder ein bisschen shaven und rasieren. Es tut mir leid. Aber ja. Wir haben innerhalb von 2 Minuten 37 haben wir Dekos Lebensenergie schon wieder ausgelutscht, ey. Alles weg. Oh, geil, ey. Ja, aber wir werden auf jeden Fall nochmal ausführlicher dann über den Stream reden. Dann gibt es ein paar Zahlen, Daten, Fakten in euer Gesicht. Auf jeden Fall war es ein voller Erfolg, das können wir sagen. Und wir sind super dankbar, dass wir so eine geile Community haben. Das gilt es einfach am Ende nochmal zu sagen. Und wir können euch jetzt schon mal teasern, dass auf jeden Fall auch nochmal ein 10 Jahre Highlight-Video kommt von den letzten 10 Jahren. Das kann ich euch sagen. Oh, Digga, immer habe ich diesen einen Punkt noch geschafft, fick mich. So! Ja, das ist, dachte ich auch am Anfang, dass man so fahren muss. Zumindest haben wir die gleichen Gedanken. So, ich würde sagen, Aris, was sind deine letzten Worte und Dekos letzte Worte? Erstmal ja. Aris. Ja, ich kann einfach erstmal nur nochmal rückblickend sagen, vielen, vielen Dank für euren kranken Support auch im Loser-Stream. Das war der absolute Oberhammer, was wir da erlebt haben, ne? Das musst du auch erstmal hinterher nochmal realisieren, was da abging. Und eine geile Map war es auch. War mal schön, mit neuer Technik vorne zu sein. Hallo! Leben ausgesaugt. Bis dann, reingehauen. Bye, bye.